Das hier ist unsere Schule, das Gymnasium Jovan Jovanović Mein. Es liegt im Zentrum von Novi Sad. Die heutige Gebäude ist etwa 150 Jahre alt. Kommt mit uns herein, wir werden euch die Schule zeigen. Als die Serben in die Vojvodina am Ende des 70er Jahrhunderts kamen, gab es natürlich nationale Identität. Sie brauchten eine kulturelle und bildende Einrichtung. Ein reicher Serbe namens Savo Vuković hat das Geld für die Gründung des Gymnasiums gespendet. Das war im Jahr 1810. Der Unterricht war ausschließlich auf Serbisch und die Schüler waren orthodox. Es dauerte etwa 40 Jahre. Während der Revolution 1849 brannte die Schule ab. Reiche Serben gaben Geld, um diese Schule wieder aufzubauen. Viele bekannte Leute sind in diese Schule gegangen. Hierzu gehören Svetozar Miletić, ein Politiker, der sehr wichtig für die ganze Region war, Jura Daničić, der einen großen Beitrag für die serbische Sprache hatte, Lazar Kostić, ein Schriftsteller und Lehrer an der Schule, Isidor Bajić, einer der besten serbischen Komponisten, und natürlich Jovan Jovanović Mein, Arzt und Dichter. Hier wurde unsere Schule benannt. Unsere Schule nehmen an vielen verschiedenen Wettbewerben teil. Das hier sind die Preise, die sie gewonnen haben. Der Chor des Gymnasiums ist im Jahr 1828 gegründet worden. Hier sind die Auszeichnungen von dem Chor. Heute ist er einer der besten Europas. Hier sind wir in dem Festsaal auf der Probe des Gymnasiumschors. Sie bereiten sich auf einen sehr wichtigen Wettbewerb. So sieht es, wenn Sie üben. Das hier ist unser Schulmuseum. Hier gibt es viele wichtige Sachen und Dokumente von Serbien.